Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, Montag, 17. August, 11:15 Uhr. Wir wollen uns den DAX anschauen, der hier heute wieder so ein Stück weit unentschlossen in den Tag kommt. Und ja, morgen werden wir wahrscheinlich noch eine größere Harmonieauswertung dazu machen, die wir ja auch unlängst schon in einem Videobeitrag in der letzten Woche besprochen haben. Aber morgen ist nicht heute und deswegen wollen wir uns den DAX jetzt mal aktuell anschauen. Saisonal, für Sie keine Überraschung. Zunächst scheint sich hier eine seitwärts leicht vorsichtig aufwärts gerichtete Tendenz zu ermöglichen, um dann hier letztlich rein saisonal stark abzukippen. Da darf man mal schauen, wie sich das aufbaut. Das in der letzten Woche benannte Harmony Pattern spricht hier eine andere Sprache. Zumindest könnte es hier temporär zu einem Erholungsimpuls kommen, der allerdings noch aussteht. Schauen wir hier ganz kurz dazu auf den Tageschart. Geht hier um das Gradley 222 Pattern. Neues Tief wäre denkbar, aber hier die Unterstützung um 11.960 Punkten, Schrägstrich aktuell hier im Intraday-Bereich 11.000. Ganz interessant, hier wird ja mehr oder weniger versucht, den DAX oben zu halten. Und insofern kann hier ein kleiner Spike nach unten überraschend dann wirklich hier den letzten Bullen sozusagen rausschütteln, um dann letztlich doch anzusteigen. Das ist so ein Stück weit die Annahme, die sich hier für die laufende Woche ja ankündigt. Also hier leichte Stabilisierung, möglicher Fake nach oben, um dann letztlich doch nochmal ein neues, ja, mehr Wochentief zu machen und dann von diesem allerdings hier wieder nach oben aufzudrehen in Richtung 11.350, 11.400. Das wäre meines Erachtens hier ein sehr schönes Short-Level mit Blick auf die kommenden Tage, Schrägstrich, vielleicht sogar bis in die nächste Woche hinein. Gerade im Sinne der Harmonie wäre das hier denkbar. Aber warten wir mal ab, was noch kommt. Wir gehen jetzt mal auf den Stundenchart des heutigen Intraday-Geschehens. Und da will ich Ihnen auch heute hier nochmal zeigen, dass wir hier die Vortagesmarker auch nutzen können in Guidance. Klick drauf, da sehen wir hier praktisch die Highs and Lows des Vortages. Und das ist natürlich ein interessanter Umstand, den man hier durchaus nutzen kann, um sozusagen hier am Markt zu agieren. Dahingehend interessant, dass wir, wie gesagt, hier die entsprechenden Punkte im Chart sehen und wir haben hier im Stundenchart-Intervall auch, ja, das wird man wohl mit relativ emotionslosem Blick erkennen, eine Range aufgebaut. Mal gelb das Ganze, die sich hier eben grob im Bereich 11.155 auf der Oberseite und hier grob 10.950 auf der Südseite bewegt. Kann man sogar ein Stück weit ausdehnen. Man kann auch 11.920 sagen. Die Schwäche, die wir am Freitag erwartet haben, setzte sich nicht wirklich durch. Auftrieb gab es auch nicht direkt. Also insofern hier Geplänkel auf tiefem Niveau. Die Annahme aber die durchaus, dass die Vortagesniveaus interessant sein könnten. Wir haben heute schon mal versucht, hier zum Opening des DAXes hier nach oben auszubrechen. Wenn das nochmal passiert, dann kann sich hier durchaus ein Impuls nach oben eröffnen, der, wie gesagt, temporärer Natur dann durchaus hier bis 11.3 auch schon führen könnte. Aber untergeordnet könnte es auch schon hier bei 11.175 vorbei sein und der Markt dann nochmal gen Süden einschwingen. Das wäre praktisch mein präferiertes Szenario. Andernfalls, wenn wir uns nochmal nach unten entwickeln, haben wir hier diese Unterstützung eben bei 11.925 im Sinne auch des Tiefs hier vom Freitag. Wenn es darunter geht, dann darf es sicherlich relativ schnell weiter gen Süden gehen, um dann hier sozusagen den finalen Tiefpunkt auszuloten, den ich sozusagen dann begrüßen würde, um ein solches Szenario hier an den Tag zu legen. Machen wir das mal blau und das hier blau gestrichelt. So wäre eher die Idee. Wenn wir natürlich direkt vorher aufdrehen, dann haben die Bullen natürlich hier, das wäre aber jetzt eigentlich meine untergeordnete Annahme, wenn wir hier also direkt über die Hochs vom Freitag und Donnerstag rausziehen der letzten Woche, dann kann es auch direkt Richtung 11.4 gehen. Würde aber jetzt technisch nicht so ins Bild passen, nach meiner Einschätzung. Und insofern wäre das hier grau der Plan B. Aber sozusagen zum DAX mal auf die Vortageslevel achten. Wir gehen dazu auch nochmal kurz in den MetaTrader. Da sehen wir das auch nochmal schön aufgebröselt. Hier links die JFD 24-Stunden-Indikation, rechts der Xetra DAX. Und da sehen wir auch hier die Highs 11.092, Lows 10.909, 10.909. Das ist sich natürlich gleich im Live-Handel. Und ja, da darf man jetzt mal gespannt sein, was passiert. Wir haben rein von der Range her Potenzial, wenn es eben über die jeweiligen Hoch-Tiefpunkte geht. Da nehmen wir uns jetzt mal die Indikation zur Beschau. Also wenn wir hier wirklich nochmal rausgehen, dann haben wir rund 64 Punkte auf der Oberseite
Und wenn wir hier nach unten rausgehen, unter das Tief, da wäre natürlich nicht mehr so viel zu holen vom Freitag oder das heutige Tief. Ja, da wären es hier knapp 42 Punkte. Also insofern DAX unentschlossen aktuell. Also hier nicht wirkliches Momentum, der Ausbruch schlug fehl. Dann gab es eine Abwärtsbewegung nach Süden, die wird aktuell auch korrektiv konsolidiert auf der Nordseite. Und wir sind hier, da sehen Sie an der Kerze, ein Stück weit unentschlossen. Aktuell 124 Punkte in der Range schon gelaufen, 170 könnten es werden. Würde mich aber nicht überraschen, wenn wir zunächst hier seitwärts oszillieren weiter. Was im Prinzip auch hier diesem Szenario sozusagen Vertrauen einverleibt, wenn der DAX hier ein Stück weit in dieser Range noch weiter oszilliert, um dann eben, schieben wir das ein Stück weit rüber, heute im späten Nachmittag, Schrägstrich morgen, so ein Final Down-Move zu vollziehen, der dann sicherlich hier alle motiviert, auf weitere Short-Kurse zu setzen, und dann kommt plötzlich die Überraschung. Das wäre so ein Stück weit der Überraschungsmomentum-Effekt auf der Oberseite, wofür ja die Harmony-Pattern bekannt sind. Da will ich mich jetzt mal nicht so drauf einschießen, dass das unbedingt passieren muss, aber es wäre, wie gesagt, ein präferiertes Szenario. Hier 10.800, 10.700 darf es werden. Ganz wichtig ist, dass wir nicht unter das Tief vom 8.7. fallen. Wenn das geschieht, dann haben wir ohnehin mit Blick hier auf den Tageschart eine technisch sehr schwierige Situation, weil dann locken auf jeden Fall noch wesentlich tiefere Niveaus, und übergeordnet kann es auch hier dann im Sinne dieses Abwärtsbewegungsmomentums und der schwachen Saisonalität dann schneller als erwartet zu einem Test der Marke von 10.000 Punkten kommen. Also mal Obacht geben, was heute noch passiert. Die Tageskerze, wie gesagt, ein Stück weit dürftig, genau wie die vom Freitag und auch schon die vom Donnerstag. Also hier die Kerzen nach dem starken Ausverkauf zu Beginn der Woche, hier wirklich Konsolidierung auf tiefem Niveau, und das spricht eben nicht gerade für eine starke Umkehr. Also hier die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der DAX doch noch nach unten durchsackt. Also, danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, wenn Sie mögen, später wieder. Dann schalten wir uns nochmal on air. Ich sage erstmal danke und bis später, Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.